Mit Spannung erwarten die Bocholter und Rheder Fußballfans den Auftakt in der Fußball-Niederrhein-Liga, der am Sonntag gleich mit dem Stadtderby zwischen dem 1. FC Bocholt und dem VfL Rhede beginnt. Beide Vereine bereiten sich aktuell auf das Gipfeltreffen der Stadtrivalen vor. Trainer Sebastian Oll vom 1. FC und Manuel Jara vom VfL Rhede freuen sich auf die Begegnung im Beser Group Sportpark in Rhede. Vor so einem Derby braucht man, glaube ich, nicht viel Motivation mehr reinlegen. Die Motivation sollte gegeben sein, vor so vielen Zuschauern hier in der Gegend oder in der Region endlich mal wieder die Chance zu haben, die Nummer 1 hier zu werden. Da müssen wir wenig machen. Wichtig ist, denke ich, dass wir im taktischen Bereich jetzt uns diese Woche noch einstellen, dass wir da geschlossen auftreten. Und ich bin da sehr optimistisch. Wenn zwei Vereine so nah aneinander liegen, in derselben Liga und der VfL Rhede in den letzten Jahren sicherlich uns irgendwo im Seniorenbereich den Rang abgelaufen hat, da ist natürlich schon eine hohe Rivalität da und wir haben den Anspruch, der Verein ist sehr ambitioniert hier und ich denke, wir sollten es schnellstmöglich sehen, den VfL Rhede wieder hinter uns zu lassen. Dazu haben wir am Sonntag die Möglichkeit, wenn wir da geschlossen auftreten und von daher, ich sehe dem eigentlich sehr positiv gegenüber. Ja, mit Sicherheit ist es ein besonderes Spiel, weil auch etliche Spieler beide Vereine kennen und gewechselt sind hin und her. Also von daher ist es klar ein besonderes Spiel für die Zuschauer und Fans auch. Nur sind auch nur 3 Punkte zu verteilen und wir werden natürlich alles dran setzen, 3 Punkte zum Start zu holen. Und letztendlich ist es aber nicht ausschlaggebend für den Verlauf oder für das Endresultat in der Saison. Für den VfL Rhede ist es das erste Pflichtspiel in der neuen Saison. Nicht so für das Team von Trainer Sebastian Oll. Der 1. FC musste bereits vergangenen Sonntag im Niederrhein-Pokal gegen den Landesligisten Viktoria Buchholz antreten. Und Bocholt kassierte eine 1:5 Niederlage, gleich einen Dämpfer zum Saisonauftakt. Aufgrund zahlreicher Ausfälle von Stammspielern konnte Sebastian Oll nur eine Rumpfmannschaft mit einigen A-Jugendspielern ins Pokalspiel schicken. Natürlich steckt es in den Knochen. Wir sind jetzt 2 Tage, waren die Geschichte oder das Pokal aus dem Kopf. Sicherlich haben wir das Ganze analysiert. Wir werden sicherlich die Woche über viele Gespräche führen müssen, das Ganze aufarbeiten müssen und schnellstmöglich die individuellen Fehler, die wir dort gemacht haben, abstellen müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, aufs Derby hat es wenig Einfluss. Die Mannschaft ist gefestigt und es werden unter der Woche hoffentlich dann auch der eine oder andere angeschlagene Spieler dazustoßen. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt fürs Derby. Die herbe Niederlage im Pokal macht deutlich, dass das Team aus Bocholt den Ausfall von 7 etatmäßigen Stammspielern wie Björn Bennies oder Tobias Ladermann noch nicht verkraften kann. Die personellen Sorgen dürften den Trainer auch für den Auftakt in der Liga am Sonntag beschäftigen. Na, wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt wirklich 9 Stammkräfte im Moment, die im Reha-Bereich sich bewegen und der eine oder andere wird unter der Woche dazustoßen. Und natürlich wird die Mannschaft schon grundlegend verändert auflaufen gegen den VfL Rhede. Weniger Sorgen hat man beim VfL Rhede. Beim Ligakonkurrenten ist seit Wochen der Fokus voll auf den Liga-Auftakt gegen den 1. FC Bocholt gerichtet. Das Team der Vorsaison konnte beim VfL weitestgehend beibehalten werden, bis auf wenige Abgänge wie die von Kapitän Björn Asfelder und Stürmer Stefan Radefeld. Zudem sind einige altbekannte Spieler zurückgekehrt nach Rhede. Tim Elsinghorst, Christopher Wilting und Marcel Lüttgebomert kamen nach einem Jahr beim Konkurrenten des 1. FC Bocholt zurück zum VfL. Trainer Manuel Jara kann also mit einer recht gut eingespielten Truppe am Sonntag antreten, die eine lange Phase intensiver Vorbereitung hinter sich hat. Also wir sind jetzt eine Woche vorm Saisonstart und im Prinzip auch egal, wer Sonntag der Gegner gewesen wäre oder ist. Die Mannschaft ist natürlich bereit, dafür haben wir jetzt 6-7 Wochen lang hart gearbeitet und ich gehe davon aus, dass da jeder motiviert ist. Sowohl für den VfL Rhede als auch für den 1. FC wäre es wichtig, mit einem Sieg in die neue Ligasaison zu starten. In der vergangenen Spielzeit gab es zum Auftakt ebenfalls ein Derby, damals am Bocholter Hünting. Die Partie endete torlos mit 0:0. Beide Mannschaften beendeten die Saison knapp über den Abstiegsrängen auf Platz 14 und 15. Dieses Mal will man einen besseren Start erwischen. Ja, wäre auch schön gewesen, wenn wir das Derby ein bisschen später hätten spielen können. Man muss halt so nehmen, wie es kommt. Ich denke, beide Mannschaften wissen noch nicht so genau, wo sie stehen. Und
Wir haben es ja auch im letzten Jahr schon erlebt, Anfang der Saison direkt das Derby zu spielen. Ja, muss man halt schauen, ne? Wäre genauso lieb gewesen, wenn es am 8. oder 9. Spieltag gewesen wäre. Ich denke, wenn das so fair und sportlich bleibt wie in den letzten Derbys auch, dann haben auch alle Beteiligten da Spaß dran. Und ja, so ein bisschen zehrt ja auch die Liga davon und auch das Umfeld, dass es so ein Derby noch gibt. Es gibt da ja nicht mehr viele von hier im Umkreis. Und von daher, ja, denke ich, haben wir alle Spaß, dass wir so ein Spiel mitnehmen können. 4 Tore fielen beim letzten Derby in Rehde am 30. Januar. Damals konnten die Bocholter die Partie mit 3:1 für sich entscheiden. Ein Ergebnis, das dem verletzungsgeplagten Team von Sebastian Eul sicher Mut machen dürfte. Ich hoffe, dass wir defensiv endlich zu 0 spielen können und eventuell 2:0 dort gewinnen. Für die Zuschauer bleibt zu hoffen, dass am Sonntag in jedem Fall ein spannendes Spiel in Rehde zu sehen sein wird im Stadtderby zwischen dem VfL und dem 1. FC.